Jo, moin moin, hier spricht wieder euer Maschinist. Heute mal wieder hier bei einer Treckerveranstaltung, Ultramar Trecker. Jo, kommt einfach mit, schaut, was es hier zu sehen gibt. VEB-Lokomotive. Ja, jede Menge Alttraktoren hier zu sehen, ne? Ja, hat heute leider kräftig geregnet, viele rücken leider schon ab. Auch schon später Nachmittag, aber trotzdem stehen hier noch einige, die man sich ansehen kann. Aber das war ja die letzten zwei Jahre nicht, aber da letztes Mal habe ich die Dreschmaschine mitgebracht. Das ist auch, glaube ich, nicht ganz interessant. Wenn du da so ein so ja, schön platziert hier die Trecker diesmal wieder. Also es ist ja vor zwei Wochen mal. Ist doch jemand da. Einfach mal schauen, ne? Ja, hier, schöner alter Unimog. Auch mal wieder herrlich anzusehen, ne? Angaben zum Fahrzeug. Unimog U40. Knapp 2 Liter Hubraum, 40 PS nur. Guck mal an, ne? Leergewicht 2450. Baujahr 66. Oh, was ist hier denn? Da ist er, oh, sogar zu verkaufen hier. Ist ja kultig, oder? Ja, natürlich. Der läuft noch, oder? Ja. 1500. Ja, ein VW, ist eine ganz große Verhandlung. Also, was ist das für einer hier? Was? Schmotzer Kombi Rekord heißt der. Okay. Also Firma Schmotzer ist aus Hannover, gibt es heute noch. Die bauen aber keine Traktoren, sondern Unkraut, also Hacken für Unkraut halt. Mhm. Und ja. Ist ja drollig. Habe ich noch nie gesehen, so ein Ding hier. Ja, mitnehmen. Gleich mitnehmen. Ja, du, wenn, na, ich habe mein Portemonnaie nicht dabei. Ja, das können wir regeln. Das ist kein Problem. Wo muss der hin? Was? Wo muss der hin? Ah, lass uns mal drüber schnacken, ne? Na klar, ne? Ja, schon. So, wollen wir mal ausprobieren, ob der angeht, ne? Ja, da... Und die haben jetzt nur speziell solche Erntemaschinen hier hergestellt das ist oder was? Erntemaschine. Oder was? Oder Saat oder Aussaat? Maschine und eine Pflegemaschine für das, also zum Hacken und zum Drillen. Achso, dann sitzen die hier drauf. Okay. Ja, Demokratietrecker. Kann jeder entscheiden, wo es lang geht. Ne? Das ist so richtig geil. Ja, wobei das ist so eine Demokratie, ich weißt du, hier. Scheindemokratie, weil das tut nichts. Das doch, das tut auch was. Ja. Oh. Das ist ja das Gute, wenn du damit ja, offen durch die Gegend fährst und du für die Zeit nicht anhängen darfst. Er ist gefahren. Und er sagt, nee, er ist gefahren. So, wollen wir mal gucken. So, die Probe aufs Exempel. Da bin ich mal gespannt. Was für ein Baujahr ist das hier?
Das ist doppelt so alt wie du, ne? Vielen Dank fürs Zusehen, dann bis zum nächsten Video.